Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und könnt jetzt das Wochenende ab heute genießen. Oder je nachdem, wann ihr dann die Folge nachschauen könnt. Oder die Folge generell schauen könnt. Ich wollte gerade nachher mal einmal gucken, weil das doch nach ein paar mehr Autos aussah, die hier gerade gekommen sind. Ich bin mal gespannt, ab dem Zeitpunkt, wo es nicht flüssig läuft. Also ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich vielleicht einfach von hier dran hier vorne hin eine Abfahrt mache, eine zusätzliche. Da, ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum, dass unsere Nachfrage hier ein bisschen zurückgeht. Industrie können wir ganz einfach regeln, finde ich. Das können wir jetzt so machen. Hast du so Industrie 4.0 oder das könnte vielleicht auch schon eine Nachfrage nach Bürogebäuden sein. Oh, das könnte ja wirklich gut sein. Egal. Solange da jetzt was kommt, die Fläche haben sie erstmal. Jetzt wollen die natürlich noch ein paar neue Arbeitskräfte haben. Am besten natürlich in den Industriegebieten Ungebildete. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Am besten können wir denen natürlich ungebildete Arbeitskräfte geben, wenn wir jetzt ganz schnell hier groß was erschließen und dann kommen da die Arbeitskräfte und ziehen hier hin und können dann hier unten zum Arbeiten hin. Ja, hier möchte ich jetzt erstmal ein bisschen weg von der Autobahn. Ich würde mal sagen, gehen, ja, machen bestimmt nochmal so. Das hier wird irgendwann voll. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. So, da gehen wir dran. Was ich eigentlich ganz schön finde, das habe ich mal in einem Video. Ich meine auf, ja, eigentlich sehe ich sowas gefühlt immer nur auf Instagram. Ja, wenn der Algorithmus einmal weiß, dass man da City Skylines Inhalte sich anguckt, um so ein paar Ideen zu holen. Und zwar haben die ein, oder war das ein Video, was so eine Monorail, Moment, das war eine, genau, das war eine Straßenbahn, die einfach durch so einen riesigen Park gegangen ist. Ich würde sagen, wir gehen halt jetzt hier irgendwie so hier rein und erschließen das irgendwie. Und dann macht man hier, ja, vielleicht möglicherweise, was haben wir jetzt, 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich glaube, das war, das war halt auch sehr schön am Strand. Das sah richtig gut aus. Und ja, dann ist halt hier einfach die Straßenbahn so durchgegangen mit ein, zwei Haltepunkten. Und das war dann sozusagen auch nochmal der Stadtpark. Fand das so sehr, sehr schön aus. Sowas habe ich mir halt auch mal vorgenommen. Ich weiß nicht, ob es dann jetzt so groß sein muss, wie es hier ist. Ich hatte auch überlegt, das am Strand zu machen. Dass man vielleicht einen Weg hat, der am Strand entlang führt. Also eine normale Straße. Und dann, dass wir ab, ja, dann den Stadtpark haben, mit einer gewissen Distanz zum Strand nochmal weg. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz, ob es dann das hier wird, aber ich weiß ja auch noch nicht, ob das am Ende auch als Straßenbahn bestehen bleibt. Ich will jetzt einfach mal diese, was haben wir denn? Ach, 100.000 schon wieder. Ist gut. Wenn es jetzt hier so ranbauen. Ist auch, glaube ich, noch weit genug weg. In allem, ja, machen wir jetzt hier schon die Verbindung. Wo sind wir denn hier vorne? Hier kommen wir raus. Hier vorne. Und hier rüber wäre hier. Sagen, eine Verbindung machen wir. Oh, was haben wir denn da? Ach, wir haben einen Park da. Na gut, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Brücke, Tunnel, wir machen ruhig eine Brücke. Ist auch immer ganz schön halt, wenn man auch, ja, ein bisschen Bewegung sieht.
nicht alles in einem Tunnel versteckt. Ah, okay, muss ein bisschen versetzt sein, damit es funktioniert. Stufe 5 im Stadtpark klingt gut. So, dann hat zumindest hier vorne noch der Zebrastreifen möglicherweise einen Sinn. Ich weiß nicht, ob sie einen Nutzen, da die Ampel fehlt, aber gut, es sind Zebrastreifen eigentlich. Alternativ könnte man natürlich auch hier jetzt gehen die so komplett so rum. Aber das ist ja auch eigentlich in Ordnung. Dann wird das hier vielleicht... Achso. Ist auch dran. Dann machen wir es doch so. Kann keiner auf die Autobahn laufen. Da haben wir die Schallschutzwand auch dann als Begrenzung. Man hätte das hier vielleicht noch direkt machen können. Aber können wir immer noch machen. So, können wir das ja eigentlich auch noch mal so lassen. Ob es genutzt wird, weiß ich nicht. Dann kann ja jeder für sich selber dann entscheiden. Da ist jetzt nicht die aller schönste Lösung, aber zumindest haben wir jetzt schon mal einen Weg darüber. Achso, nee, das ist jetzt nicht das, was ich vorhabe. Eigentlich möchte ich, genau so wollte ich das Ganze eigentlich haben und ab hier auch einmal. Achso, jetzt ist natürlich die Frage, machen wir jetzt auch so volle Blöcke oder lassen wir so viel Platz? Ich würde sagen, gerade hier hinten können wir eigentlich das alles eng bauen. Haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das reicht als Größe. Wann kommt die andere Straße hier vorne wird zu kommen? Haben wir das so das einzige Viertel da drin? Ein bisschen klein erstmal. Also ganz bin ich noch nicht überzeugt davon. Na gut, hier können wir natürlich noch ein bisschen verhandeln, sage ich mal. Hier können wir einfach auch weiter wegbauen. Hier vielleicht auch einmal dran gehen. Und dann hier nochmal hin ausbreiten. Das wird ja vielleicht ganz gut auch passen. Frage, ziehe ich die Straße auch direkt durch? Wir haben zwar ein paar Gebäude verloren. Hier haben wir ein paar Gebäude verloren, aber gut, das ist halt jetzt dann so. Aber ist, glaube ich, besser, als wenn die dann... Ja, die Frage ist jetzt, ob hier dann jetzt jeder hier rüber fährt, anstatt dass sie die Autobahn nehmen, weil das ist natürlich nicht zwingend gewollt von mir. Also wenn mal welche darüber fahren, dass sie nicht ganz rumfahren wollen, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich möchte eigentlich nicht, dass jetzt... jeder da rumfährt. Deswegen bin ich gerade auch am überlegen, ob wir nicht anstatt dieser Straße hier, ob wir nicht direkt oder ob wir nicht einfach die noch anbinden hier hinten. Dann können wir das hier auch nochmal deutlich größer gestalten. Ich glaube, ich würde nämlich lieber die hier hinten nehmen wollen. Können wir dann auch gerne noch ausbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so easy klappt. Doch, geht sogar. Weg, weil die diesen Mittelstreifen hat. Gut, hier verschwinden Gebäude, das ist klar. Es ist natürlich auch nochmal die Frage, wie groß wollen wir hier die Viertel machen. Hier ist jetzt nur einer zwischen.
Ja gut, das soll natürlich eigentlich nur ein kleiner Ausgleich bleiben. Und wie groß wir die vierte ja jetzt wirklich hier machen. Das wird, glaube ich, meinen inneren Mond etwas triggern, wenn wir da jetzt doch größer sind als bei den anderen Feldern. Also müsste das jetzt eigentlich so aussehen. Dass es doch ein bisschen synchron ist. Jetzt dürfen sie nämlich alle gleich groß sein. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal. Ja, wir müssen ja immer damit ein bisschen, glaube ich, pokern, dass wir den oder den ganzen den Vorteil verschaffen von der Geschwindigkeit, dass die halt da lang fahren. Deswegen müssen wir mal gucken. Achso, da hätte man natürlich auch die schöneren Straßen direkt bauen können. Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Das kommt weg, das kommt weg. Ja, da, also wir müssen natürlich denen auch einen Anreiz schaffen. Genau, so, das ist das Wort, was ich suche, dass die hier auch lang fahren wollen. Deswegen, ja, das ist halt so der Geschwindigkeitsvorteil. Die Frage, das ist eigentlich schon ein Anreiz zu viel hier vorne, finde ich. Dass wir von einspurig auf zweispurig in jede Richtung machen. Hier als Verbindungsstraße rüber auf die andere Seite, da kann man gerne dann dreispurig gehen. Das ist dann nochmal eine Nummer weiter. Das würde ich einfach mal so anbinden. Ja, noch ist das alles jetzt nicht so schlimm, wie es aussieht. Das kommt erst noch. Ja, noch ist okay von den Kreuzungen. Ja, das ist ein bisschen eng. Aber gerade passt das halt leider so am besten. Klar, man hätte den Weg natürlich noch beliebig verschieben können. Auch gerne auf die Höhe verschieben können. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber jetzt gerade will ich erst nochmal gucken, dass wir jetzt das hier bewohnbar kriegen. Ja, das hier kommt auf jeden Fall weg. Viel zu viel Geld ausgegeben dafür, dass ich es abreiße. Eigentlich gefällt mir das alles noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Sieht zwar irgendwie so schön aus, aber so ganz überzeugt bin ich irgendwie noch nicht. Ja, ich weiß auch noch nicht, was sich da dann jetzt groß tut. Wir machen das mal anders. Wir machen mal 6 frei überall an jeder Kreuzung. Habe ich pausiert? Ah, ich habe pausiert, deswegen tut sich gerade nichts. Hier müsste man eigentlich die Straße auch mal einen Ticken länger machen. Also hier wird sich noch was ändern, auf jeden Fall. Irgendwo an irgendeiner Ecke muss ich aber anfangen, dass da mal gebaut wird. Wasser, genau, Wasser fehlt jetzt bei den oberen. Jetzt sehe ich leider nicht hier, wo ich freigemacht habe. Oder wo ich freigelassen habe. Das ist die Mitte, da machen wir einmal auch so. Strom. Holen wir uns einfach mal aus der Ecke, hätte ich jetzt gesagt. Das muss jetzt einfach noch jetzt zusammenwachsen. Und hier haben wir einen Park, der etwas breiter sein darf. Achso, hier haben wir eine. Was haben wir denn da so Schönes? Irgendwas, was 6 breit ist und nicht so lang, dass es auf die Autobahn geht. Du bist 5 breit. Schade. So. Ist auch 5 breit. Haben wir nicht was mit 6 zufällig? Auch 5. Auch 5.
Man kann ja hier auch einfach nochmal so einen Weg drumherum machen, der vielleicht ein bisschen Entspannung bietet. Bäume hier zu pflanzen geht ja relativ einfach. So, natürlich hätten wir jetzt hier auch nochmal etwas mehr Wohnmal machen können. Das zum Beispiel kann nämlich jetzt auch freigegeben werden. Das Ganze ist mittlerweile verbunden mit dem Stromnetz. Das ist okay für mich. Und jetzt muss ich mir halt echt überlegen, wie ich es halt machen möchte. Ich glaube, ich muss erstmal kleiner planen. Das ist natürlich jetzt viel ausgegebenes Geld, aber gut, im Zweifel bei City Skylines einfach ein bisschen simulieren lassen und wir haben das Geld drin. Was mir hier jetzt von Anfang an wichtig ist, auf jeden Fall, ist eine Grundschule. Und ein Friedhof. Da haben wir da schon mal ein bisschen in Richtung Bildung. Liebst du mich, das Viertel noch mal einen Ticken größer haben? Also vielleicht noch mal so... Vielleicht so. Vielleicht in der Art und Weise. Und jetzt hier unten dann die Straße. Natürlich dann jetzt auch hier mit demselben Argument wie vorhin auch. Dass wir erstmal eine auf eine Straße auf upgraden. Also dann in der Art und Weise. Haben wir jetzt am Platz hier. Okay, das sieht auf jeden Fall hier noch nach sehr, sehr viel Fläche aus. 17 Minuten haben wir rum. Mein Wunsch wäre es, wenn wir die 11.000 diese Folge noch knacken würden. Würde ich gut finden. Jetzt schon einmal dieses Viertel soweit vervollständigen. Da werden wir viel zu nah dran. Oh. Viel zu nah dran sein. Also hier können wir auch noch in die Richtung gehen, dass wir da Wohngebäude hinhaben, aber noch haben wir hier genügend Platz. Da sehe ich jetzt noch nicht so den Bedarf nach. Und das ist jetzt so unser Viertel, würde ich mal sagen. Können wir noch gleich mal gucken, ob wir wirklich da auch ein Stadtviertel rausmachen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. So die Außen- oder die Wege hier. Großen Wege da rein noch mal ein bisschen größer. Würde man sich hier eigentlich auch überlegen, ob man die nicht einmal upgradet, die Zufahrten. Das ist natürlich jetzt hier ein... Ach, da haben wir auch schon die 11.000. Perfekt. Irgendwas Schönes. Hightech-Häuser. Zug. Bahnhof, Güterbahnhof. Ne, das tue ich mir erstmal nicht an. Wasserkraftwerk. Ne, also ist jetzt erstmal nichts so Wichtiges. 17.000 dann. Dem Krematorium mit der Wasseraufbereitung, das ist wie interessant. Schwimmender Müllsammler brauchen wir ja nicht, weil wir pumpen ja einfach alles in den Boden. Moderne Inlandswasseraufbereitung finde ich dann doch nochmal deutlich besser. In diesem umstrittenen Gebäude werden Klinestudio so lange aufbewahrt, bis die zu ihrer Wiederbelebung erforderlichen Technologien verfügen. Ah, okay. Okay, das läuft erstmal. Das kann so bleiben. Gott, ja, hier ist halt wirklich eng. Oder hier ist wenig Platz, sage ich mal. Die Personen laufen natürlich jetzt schnell immer von A nach B irgendwie. Jetzt ist die Frage, ist es halt schon zu viel? Also ist das wirklich schon zu groß? Wenn das wäre jetzt so geplant, oder für mich halt so Richtung Buslinien. Und dass wir dann, ja,
wir irgendwie dann in, also dass wir vielleicht eine Buslinie haben, die einmal so mitten durchführt. Für eine Straße kann man laufen bis zum Bus. Und dass wir dann, ja, vielleicht ab hier irgendwie dann anfangen mit der U-Bahn. Die gar nicht auch an der Hauptstraße ist. Unterirdische U-Bahn mit zwei Ebenen. Achso, das kann ich jetzt nicht einfach da dran machen. Das ist natürlich wieder schade. Unterirdisch? Zwei Gleise für Expresszüge ohne Halt. Ja, wir sind hier halt mitten... Ja, wir sind halt hier ziemlich weit außen. Ich hätte halt schon gerne noch was gehabt, was... ja, wo wir ein bisschen mehr umsteigen können. Dich hätte ich gern gehabt. 17.000. Weil dann können wir richtig schön kombinieren. Gut, 17.000 ist noch lange hin. Wir werden es trotzdem vorher brauchen. Deswegen würde ich jetzt sagen, kommt halt einfach so die U-Bahn hier hin. So die erste U-Bahn-Station dann. Da müssen wir halt gucken, wohin es am Ende geht. Ja, die brauchen dann auch noch Strom und Wasser und alles, aber das ist ja kein Hexenwerk. So, Wohnungen können natürlich auch noch weiterhin kommen. Ich hätte hier gerne einmal eine, dass es hier runter geht. Gerade bei der U-Bahn, glaube ich, kann man gut Geld machen, deswegen... machen wir hier mal auch nochmal Gewerbe hin. Hier im Viertel würde ich auch sagen, kann man dann auch schon mal eine Oberschule machen. Gut, hier muss natürlich auch nochmal eine Polizeistation hin und sowas alles. Oder vielleicht hier in das Viertel direkt eine große Polizeistation. Brauchen wir noch was, wie es Strom passt? Wasser passt. Müll passt auch. Passt auch noch sehr gut gerade. Jetzt haben wir Mülldeponieauslastung 72%. Da können wir gerne nochmal gucken. Gebäude leert sich, hat noch 16%. Die würde ich auch erstmal noch leer gehen lassen. Ja, Krankenhaus, so ein großes, weiß ich nicht, ob wir es zwingend brauchen. Ich würde jetzt einfach mal sagen... Na gut, das ist natürlich jetzt hier mittendrin. Gehen wir dahin. Ein Arzt ist okay. Feuerwehr kann von hier kommen. Das wird kein Problem sein. Oh, apropos Feuerwehr. Wie teuer bist du eigentlich? 55.000. Ja, da würde ich doch nochmal gerne drauf zurückgreifen wollen. Denn dadurch, dass ich hier einen Wald gemacht habe, hätte ich ganz gerne auch, dass der überwacht ist. Okay, das war mal grün hier unten. Oh, es war auch mal grün hier vorne. Da tritt es dann wohl doch ab und zu mal wohl über. So, es verändert auf jeden Fall auch die Farbe. Das wollte ich nämlich auch mal wissen, was da passiert. Ja, hätte ich auch lassen können. Bäume habe ich weggemacht, aber... Ja, hätte man wohl auch lassen können. Du wirst natürlich jetzt auch gut geflutet hier vorne. Gut, dass ich das hier schon mal vorsichtshalber hochgebaut habe. Hier ist knapp. Gut, kommt natürlich jetzt aus zwei Sachen was raus. Das hier sieht schon auch beeindruckend aus. Das wird nicht wenig Wasser sein, was da runterkommt. Ja gut, einfach eine kleine Spielerei. Habt ihr genug Platz zum Starten und Landen? Ich denke mal schon.
Hubschrauber im Einsatz, einer reicht ja erstmal. Hat natürlich einen weiten Weg, je nachdem, wo er hin möchte. So, hier wollte ich jetzt aber weitermachen. Wir haben die Feuerwehr, die kann jetzt sogar auf geflogen kommen. Polizei würde ich erstmal noch lassen. Bildung haben wir beides mal einmal. Das ist sogar Grundschule, sieht sogar gut aus bei uns. Normalerweise bin ich da einige tausend immer im Verzug. Das fehlt natürlich noch. Aber da möchte ich eigentlich auch direkt einen Campus bauen. Weil ich hätte schon gerne, dass wir irgendwann mal einen Stufe 5 Campus haben. Ich weiß nur ehrlicherweise noch nicht wo. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, was... Aber ich würde das auch gerne hier irgendwie sehen, in der so Richtung Wasser hin. Weil wir können ja mehrere Campus bauen. Also würde ich auch gerne. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch Richtung Bürogebäude, weil die ja auch die höchstgebildeten Arbeitskräfte gerne hätten, sowie Industrie 4.0. Aber wir kriegen noch ein Gebiet, war doch jetzt bei 17.000. Da müssen wir eigentlich ja das hier voll machen. So, ich habe mir überlegt, wir machen in diesen Zwischengebieten machen wir hier Gewerbe hin, dass man immer schöne Einkaufsmöglichkeiten hat. So einmal davon sozusagen umrundet ist. Umrandet ist. Einmal drumherum ist. Hier wollte ich auch noch was setzen, nachdem die Schule platziert ist. Ja, das wäre dann eigentlich jetzt alles für mich Fläche zum Wohnen. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt auch noch zwingend was brauche oder ob wir wirklich einmal komplett drumherum gehen. Ich würde sagen, wir haben hier Hochhäuser, deswegen können wir hier gerne einmal drumherum uns bauen. Wasser ist überall, das gefällt mir. Ja, Nahverkehr fehlt natürlich jetzt hier zur U-Bahn, aber das macht doch keinen Sinn, weil die U-Bahn führt noch nirgendwo hin. Das schaffen wir auch heute nicht mehr. Bildung haben wir, wie gesagt. Wir könnten schon mal eine Buslinie machen. Da spricht ja eigentlich nichts gegen. Ich weiß nicht, wofür wir sie brauchen. Gerade. Das suche ich. So, das ist natürlich jetzt die Frage. Fahren wir jetzt zweimal im Kreis? Oder machen wir doch nochmal das ein bisschen anders? Aber das würde ich sagen, machen wir sofort. Ich hätte gerne allerdings gewusst, wie wir die Buslinie benennen. Ich bin auch für 4 Buslinien. Die Wohnung oben nehmen wir alle sofort mit rein. Das Gewerbe will ich auch drin haben. Das stört ja nicht, wir das einfach mit erfasst haben. So, jetzt fehlen natürlich noch einige Parks und alles. Das habe ich jetzt nicht ganz bedacht, als ich das jetzt alles groß freigegeben habe. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. Oh, hier kommt auch noch mal bitte einmal mit rein. So, und wir haben jetzt das die Dornröschenhöhen. Alles heißt anscheinend wirklich hier mit Höhen. Was machen wir denn hier? Großer Spielplatz. Kommt... Hüpfburgpark kommt, ach, da ist schon ein Gebäude. Hier vorne hin. Hier hätte noch eine Hundewiese. Kleiner Spielplatz. Park mit Bäumen. Großes Spiel. Hund oder Hundepark. Dann so, du kommst. Oh, passt du noch irgendwo hin, wo ich was abreißen muss? Gerade nicht. Hier passt noch ein Park hin. Das finde ich eigentlich hier, dass er sagt, er hat da nichts, finde ich schon. Ah, okay. Ja, und hier eine Ecke. Die wollen wir noch was haben. Komm, dann nehmen wir auch einfach das, was noch am wenigsten Platz wegnimmt. Okay, Dornröschen hören. Ich würde sagen, wir machen einfach 4 Linien. Wir machen eine Linie komplett drumherum. Direkt vor der Oberschule halten wir. So.
So, das Ganze auch nochmal in die entgegengesetzte Richtung. Klar, hier müssen wir vielleicht nochmal gucken, obwohl, muss man hier nach der Farbe gucken. Also, ja, sollten wir vielleicht. Aber wir können ja eigentlich eine Farbe nehmen, die wir schon mal haben. Dadurch, dass es ja dann benannt ist, wissen wir ja, wo wir dann sind. Also einfach versuchen, relativ parallel zu fahren. Achso, gehe ich jetzt hier noch dran? Dann gehen wir auch hier hin. Und schließen wir ab. Sind wir hier unten zwar um die Ecke anstatt da vorne, dann muss man vielleicht ein paar Meter gehen zum Umsteigen oder man steigt halt hier wirklich bei der U-Bahn um. Dann haben wir da natürlich einen großen Knotenpunkt jetzt erschaffen. Ja, mit der U-Bahn dann natürlich nochmal richtig zum Leben erweckt werden möchte. Nein, ich will eigentlich mich noch so ein bisschen bewegen, genau. Nein. Dorn. Röschen. Habe ich da echt jetzt noch Höhen hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich nenne das einfach 01. Unwichtig Enter drücken, nicht wie beim letzten Mal. Habe ich hier, glaube ich, eine Linie nicht umbenannt, weil ich nicht Enter gedrückt habe. Jetzt würde ich gerne einmal gucken, wer welche Farbe hat. Ich würde sagen, wir machen einfach deutliche Unterschiede. Dann können wir es auf jeden Fall unterscheiden. Komm, du bleibst blau. Machen wir einmal grün. Und einmal gelb. So, und jetzt würde ich auch hier gerne einmal gucken. Ach, den haben wir noch gar nicht. Ist doch immer... Ach, emotionsärmer, der ist doch. Der hat doch gewisse Vorteile. Ich glaube auch nicht zu wenige. Ach, das ist der Oberleitungsbus. Busdepot. Da. Deutlich geräuschärmer. Ja, das finde ich gerade hier mitten im Wohngebiet, finde ich das mehr als passend. Ich war gerade am Überlegen, ob ich noch so einen Schulbus oder sowas nehme. Weil ich glaube, so ein Busdepot finde ich dann auch okay. Achso, ne, machen wir ruhig. So, stirbt ja hier eh alles ab. Mit dem Industriegebiet, ja, vielleicht ist nicht die beste Option. Aber dann haben wir da schon mal die Linie. So ein Röschen. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, wie viele Fahrzeuge wir brauchen, da ja noch keiner wirklich zur U-Bahn möchte. Zur Hochschule möchten natürlich schon ein paar. Ich will noch einmal kurz gucken, wo jetzt unsere Grundschule ist. Nee, doch. Weil ich glaube, wir werden hier mit einer möglicherweise nicht auskommen. Ich bin fast am Überlegen, ob wir hier noch eine hinsetzen. Weil dann lohnt sich hier der Umstieg, wo jede... Machen wir mal ruhig. Oh, das war verkehrt. Dich schalte ich einfach nur aus. Dich muss ich irgendwann mal da wegnehmen. Das ist nämlich günstiger als neu bauen. Genau, wo war ich jetzt? Ich weiß nämlich nicht, wie viele dann jetzt hier vielleicht per U-Bahn dahin kommen. Ich weiß nicht, wie viele möglicherweise hier noch hinkommen, dass wir hier vielleicht sogar für 600 Schüler was anbieten müssen. Was ich gerne noch mal kurz mit euch testen möchte, ich weiß, wir sind weit drüber, ist, ob hier auch schon Bürogebäude genommen werden oder ob es dafür wirklich noch zu früh ist. Ah, da kommt zumindest was vorm Stein. Auch noch drin im Wasser. Gut, hier stehen natürlich jetzt ordentlich Personen. Die ersten Bürogebäude kommen auch. Habe ich auf jeden Fall schon mal ein
Folgenname mit was ganz Neues haben mit den Bürogebäuden. Was haben wir hier an Einwohner? 2000? Ich hätte gerade geschätzt, oder ich hätte fast gesagt, ich freue mich, wenn wir da schon 1000 haben. Gut, ist aber auch schon natürlich sehr bebaut. So viel Platz ist da jetzt auch nicht mehr. Neues Gebäude, was habe ich denn freigeschaltet? Großer Endbahnhof. 12 Gleise, okay. Das ist auf jeden Fall viel. Ja, hier wollte ich jetzt noch einmal mit euch gucken auf die Fahrzeuganzahl. Hier stehen natürlich jetzt einige. Ne, hier ist auch ganz unterschiedlich. 1,8. Also das sind die hier unten an den Hauptstraßen. Da stehen wirklich viele. Einige Busse müssen natürlich auch erstmal noch hier hinkommen. Es wird, denke ich, wenn die U-Bahn in Betrieb ist, eher mehr als weniger. Deswegen... Oh, das ist aber schon hier deutlich mehr, was ich zahlen muss für einen 7. Bus. Dass wir ja schon mal ruhig mit mehr planen können. Das wird die andere Richtung sein. Da ist noch nicht so viel los. Da können wir ruhig gerne erstmal bei 4 bleiben. Hier haben wir 2. Das ist die Linie innen durchführt. Dann gehen wir mal auf 6, weil da wollen wir auch viele Bewohner ab. Oder machen wir einfach überall 6. Was haben wir jetzt hier gehabt? 4. Hier dürften ja dann auch nochmal... Achso, ist auch wieder innen. Oh, 300% ist schon eine Menge. Na, vielleicht brauchen wir nicht überall 6. Vielleicht nehmen wir das auch nochmal zurück. Hier warten natürlich jetzt immer viele, weil hier halt hält natürlich jetzt jeder Bus. Das ist natürlich jetzt auch absichtlich von mir so gemacht, dass wir nicht überall diese Buseinkerbungen haben. Ja, das ist natürlich jetzt hier dann möglicherweise problematisch, wenn jetzt alle da so stehen und nicht überholen können. Da müsste man vielleicht nochmal sich was überlegen. Vielleicht, dass das hier eine reine Busstraße wird, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oh, das mache ich jetzt, glaube ich, schon. Kann ich das jetzt schon einstellen? Können wir eine reine Busstraße machen? Habe ich das? Zum Abschied oder jetzt zum Schluss hier noch? So geht es erstmal nicht. Dann machen wir es anders. Achso, das ist nicht. Wir wollen das hier haben. Wir wollen Autos verbieten. Das ist okay. LKWs verbieten wir. Müll darf hier ruhig durchfahren. Taxis dürfen auch durchfahren. Also Privatverkehr und LKWs verbieten wir. Das muss nicht sein. Müll zum Abholen definitiv. Krankenwagen selbstverständlich. Taxi auch. Wir sind hier bei der U-Bahn. Ja, und Busse natürlich. Aber schade, dass es das nicht gibt. Dass es nur eine Zweierstraße gibt mit... Oder für Busse. Klar, die Viererstraßen haben wir hier. Das wäre kein Problem. Oder sind die weiter... Nee, da kommt nichts mehr. Okay, da habe ich gedacht, da ist vielleicht noch was. Wir machen richtig gut Geld, das wundert mich. Wir haben schon wieder 300.000. Irgendwie machen wir in der Staffel ziemlich schnell und ziemlich viel Geld. Ja, wir haben überall Bürogebäude, das ist schon mal da. Das ganze Viertel ist auch schon, funktioniert auch schon. Oh, hier fehlt Wasser bei dem Depot. Für die neuen Busse. Die Straßen füllen sich gut. Eine Sache müssen wir aber direkt nochmal machen. Ja, das wird eine lange, lange Folge. 40 Minuten knacken wir. Ich habe gesehen, hier meckern welche wegen ihres Müllaufkommens. Die Straße soll da weitergeführt werden. Ich hoffe mal, ich bin jetzt nicht zu nah dran. Ich denke mal, ein bisschen zu nah war ich. Aber ich führe das, ich habe die lieber so, wenn die hier relativ lang sind, damit das geschmeidiger aussieht. Das gerne nämlich noch einmal so hier verbunden, dass die... Ach, das sind noch die ganzen Busse, die auf ihre Linie müssen. Okay, das ist natürlich jetzt hier noch schon ein Megastau. Das war jetzt nicht so geplant eigentlich.
Das ist schon viel, was hier ist. An Verkehr. Gut, so die Hälfte der Fahrzeuge, die hier stehen, sind unsere Busse, die eigentlich auf die Linie wollen. Man sieht es hier. Ist natürlich schön bunt. Ja gut, das ist natürlich jetzt wirklich schon nicht schön, dass hier jetzt schon so viel Verkehr ist. Die Autos kriegen wir irgendwann von der Linie, dadurch, dass wir hier eine U-Bahn auch hinhaben oder hier runterbauen werden. Ja, aber da sehe ich jetzt schon den ersten größeren Handlungsbedarf. Die Müll-LKWs fahren hier durch, das sollen sie auch tun. Die sollen schnell in dieses Viertel kommen. Die Busse fahren jetzt auch da lang. Ist natürlich gut, wenn du spät rausfährst, hast jetzt die Abkürzung. Die, die hier zu dem Gewerbe wollen, die können... Ja, die nutzen jetzt auch den Weg. Achso, da hatte ich noch die Idee. Also hier wird ja auf jeden Fall nochmal Wohnfläche entstehen. Hier vorne vielleicht nicht, wo direkt wo die Autobahn ist. Man könnte ja auch mal irgendwie so hier mittendrin oder auf halbem Wege ein Lager platzieren für kommerzielle Güter. Haben wir eins, was vielleicht genau hier reinpasst? So, natürlich brauchst du jetzt auch Strom und Wasser. Strom. Wollen wir ganz einfach mal eben von hier drüben. Muss ja nicht schön aussehen. Vielleicht auch ein bisschen was hier gepuffert werden kann. Oder dass viele von den Fahrzeugen nur bis hier vorne fahren und die LKWs fahren dann nochmal weiter. Oder die treffen sich auf halbem Wege. Man da vielleicht auch noch mal ein bisschen für Entlastung sorgt. Also es wird voller vom Verkehr, das ja gut, ist natürlich auch logisch. Du bleibst aus, du bist als nächstes dran. Dann haben wir nämlich auch die Mülldeponien schon mal leer. Auch ziemlich frühzeitig dann. Ja, wird natürlich voller. Wir haben einige neue Bewohner bekommen in dieser Folge. Oh, du bist auch voll. Ach, dann haben wir drei, dann ist das die letzte. Gut, hier sieht noch alles okay aus. Die wollen natürlich noch mehr Kunden haben. Aber es wird, wir machen auf jeden Fall jetzt einen großen Schritt gerade Richtung 17.000. Was ich halt jetzt ganz gern hätte, dass man direkt schöne U-Bahn-Netze machen kann. Aber man kann nicht alles haben, Schritt für Schritt. Das Viertel gefällt mir jetzt auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir vorher alles so hatten an Lösungen. Ist natürlich auch komplett dicht bebaut. Ja gut, die Busse stehen Schlange. Vielleicht sind es noch ein paar viele Busse. Die haben auf jeden Fall schon viele Personen hier weggefahren. Mal gucken, wie sich das hier noch entwickelt. Aber ich würde sagen, 45 oder knapp 45 Minuten reichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächste Woche könnte vielleicht noch sein, dass... Oder könnte es vielleicht sein, dass die Folgen ausfallen. Ich weiß es nicht. Das ist die letzte Woche dann, bevor ich meine Bachelorarbeit abgeben muss. Vielleicht habe ich da nicht so den Kopf für zum Aufnehmen oder auch gar nicht die Zeit. Da möchte ich mal so ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Aber zumindest bleibt jetzt ab jetzt, wenn was kommt, bleibt es Mittwoch und Samstags dabei. Einmal Mittwochs um 17 Uhr, Samstags um 13 Uhr. Aber jetzt, solange ich die Arbeit auch nicht abgegeben habe, ja... Gibt es halt noch von meiner Seite aus so einen kleinen Unsicherheitsfaktor. Ja, nur damit ihr einmal Bescheid wisst. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich sag mal vielleicht bis Mittwoch. Ich bemühe mich, dass ich eine Folge schaffe. Ich hätte auch gefühlt hier schon einfach zwei rausmachen können. Aber gut, jetzt ist es eine. Ja, genau. Also werden wir sehen. Ich bemühe mich. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich sag einfach mal bis Mittwoch in der Hoffnung, dass es funktioniert. Bis dahin, ciao.